Herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch und zu unserem Panel zum Thema von den Besten lernen, wie Profis den inneren Schweinehund überwinden. Wir freuen uns sehr, dass wir als medizinischer Partner von Alba Berlin diese Veranstaltung hier im Vorfeld des Eurocup-Halbfinales gegen Andorra in der Mercedes-Benz Arena durchführen können. Und da wir bei Alba Berlin, kommt rein, da wir bei Alba Berlin sozusagen zu Gast sind, haben wir natürlich auch den Hausherrn eingeladen. And I'm gonna switch to English now. So I would really like to welcome Hima Ojeda, the sport director of Alba Berlin. Applause. Mr. Ojeda, it's a pleasure to have you here, and thanks a lot for saying a few words before we start our panel. Congratulations, first of all, for achieving the half final. Thank you. I think it's a huge success, right? Because I think you're only the second team in Germany that ever achieved that. That's true. Which is really cool. So we are super proud to be, you know, part of this event tonight. But could you say a few words like around what your team has gone through in the last weeks before you achieved this half final, and how it was when you won the last game and qualified for this game here? Well, I think it's a very good thing. It's a successful thing to be in the semifinals in the second best competition in Europe. It wasn't easy because you need to qualify through different rounds, and we have been very solid all season long, despite we suffer some injuries that make us to lose some important players. But I think the team had a right mentality, did a very hard work and with a good discipline. But this is two things that you always need to achieve things. And he was very excited to beat Malaga. That is a team that is a powerhouse in Europe. They have played EuroLeague. And beat Bayern Munich the last years, right? Exactly. They qualify over them last year to 2 years ago to win the Euro Cup. So that was a major challenge, and we can pass over them, and that was a very good thing. Cool. Also, since year, Alba Berlin incorporated the Lycon blood test into their like performance analysis and training program. And actually, my PR team has asked me to ask this question, but what do you think, how much is Lycon playing part of your success, so to say? And how do you incorporate Lycon into your training program? Well, I'm very proud of our organization because one of the things that I really like when I came here is that we are an organization really open to invest in things that we believe will help, despite are not things that everyone can measure right away. Okay, so everyone knows about, obviously coaches and athletic trainers and things like that. But Alba is an organization ready to invest in things like Lycon that really help us to perform. And this is more unknown for the general public. But the way we want to work the project that I'm trying to develop here, it's that we need to get more concrete in what players need individually. Mm-hmm. Okay, still is a team sport, and we like that. But I think the old times where everyone do the same in the court and outside the court with the athletic trainers or in the weightlifting room, things like that are over. So the way we practice is like we have the team practices, but before and after, we have a player development. There is a coach that work individually or in a small group with the players, and our athletic trainer also work individually with the players. Not everybody needs the same amount of hours
or the same quantity of exercise or different exercises to get in shape and to be healthy. And Lycon help us a lot to define what everyone needs. Okay, so there's also a new situation here. It's about the nutrition and how the body, you know, is able to get the energy. So and this is something that normally people don't pay attention. Everyone eat at home and everyone, you know, do whatever they think is best. So we are now helping the players in that aspect too. So I would say that the answer is like you guys are a big part of our success. Thank you very much. Good to hear. It's true. I mean, tonight we talk a bit about the Schweinehund, which is not really translatable in English. Yeah, but it's, I think it's very difficult. Yeah, I get the, you know, I ask all English-speaking employees, and they say it's something like inner gremlin or so. Obviously, yeah, being in the half final of a Euro Cup as a basketball team requires a tremendous amount of discipline. How do you think your team and the players like stay motivated, you know, through such a tough year with league games and with Euro Cup games? Like, how do they do that? It's difficult because there's a lot of games, there's a lot of practice, there's a lot of repetition in what you do, but I think that this group of players and coaches, they have passion and they really love what they do. So they're really good professionals that especially they see that everything what we are doing, it's in order to help them, and that also pushed them to keep working hard every day. We also believe in a way of prepare things, enjoying the way, okay, not just the result, okay. So last year we had a great season. This year we're having a very good season as well. But at the end, so far we don't have any titles. That is what people like and what people consider the success. Okay, being in the finals or being in the semifinals now, it's a big success. But the most important thing is that during the way to get here, we enjoyed every moment. Okay, so we really had a good time. We wanna make the players improve. We wanna them to be happy in the day by day. And I think this is also the atmosphere that we receive from our environment. Okay? Yeah. So the club, the fans, the people around, the press, and I think this is the best way to all together get into a situation like we are now. Good. I think enjoyment to be successful is an extremely good starting point for our panel discussion now as well. So thanks a lot for your time. Good luck with the game, and we all cross fingers or join the game later. And yeah, really much appreciated that you were here. Muy bien. Thanks. Thank you. Okay. Ja, kommen wir zum eigentlichen Panel. Ich würde gerne ein paar Worte sozusagen auch aus meiner Sicht sagen, weil für mich persönlich ist das Thema Schweinehund jeden Tag präsent eigentlich. Ja? Ich muss mich jeden Tag motivieren, aufzustehen. Ich muss mich jeden Tag motivieren, mich gut zu ernähren. Und mir fällt es wirklich häufig schwer, früh genug ins Bett zu gehen und nicht zu spät aufzustehen. Also es ist ein Thema, was mich sozusagen jeden Tag beschäftigt. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich den inneren Schweinehund nicht überwinde, verschenke ich so ein bisschen Lebenszeit. Ja? Und das macht mich so ein bisschen unzufrieden. Und ich frage mich jeden Tag, wie kann ich irgendwie diesen Schweinehund, diesen verdammten Bastard, wenn man so möchte, besser schlagen und überwinden. Und ja, somit hat das Thema für mich wirklich auch hohe persönliche Relevanz. Aber ich glaube, das Thema hat auch eine gesellschaftliche Komponente. Es hat auch eine Komponente für unser Gesundheitssystem. Weil wenn man sich vorstellt, also wenn jeder jetzt gut darin wäre, seinen inneren Schweinehund zu überwinden, wären wir wahrscheinlich alle gesünder, würden länger leben, würden länger gesund leben und wären insgesamt glücklicher. Ja. Und wenn das der Fall ist, wenn es wirklich so eine große gesellschaftliche Komponente hat, dann muss man sich ja wirklich überlegen, wie kann man den bösen Schweinehund besser
überwinden. Das Thema Schweinehund ist natürlich auch für uns als Unternehmen sehr wichtig. Wir sind ein digitales Unternehmen im Gesundheitsbereich. Wir haben uns in den letzten Monaten sehr damit auseinandergesetzt. Wir haben mit vielen Professoren, Experten gesprochen und haben diese Erkenntnisse auch in unsere Produkte einfließen lassen. Und als eines der ersten Ergebnisse haben wir vor kurzem ein Produkt gelauncht, der nennt sich Lykon Health Coach 360 Grad in Kombination mit einer App. Und mit diesem Produkt wollen wir den Schweinehund besser bekämpfen, noch als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Ich will Sie damit auch einladen, weil das Produkt ist noch im Beta-Status, also im Teststatus, und wir suchen Experten und Leute, die da ein Auge drauf werfen und das Produkt testen. Deswegen sind die Journalisten aber auch alle herzlich eingeladen, das Produkt zu testen, die App zu testen. Da drüben ist ein Stand. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie da gerne später zu dem Stand gehen oder auch oben im VIP-Bereich Fragen dazu stellen und das Produkt testen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Panel. Ja, wir wollen ja heute das Phänomen Schweinehund bekämpfen und das machen wir mit folgenden Experten. Zum einen haben wir Frau Professor Lena Kluge, Professorin für Kommunikation an der Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft, Universitätsdozentin, selbstständige Unternehmensberaterin und sie sagt, mit den richtigen Tricks wird der Schweinehund zum Schoßhund. Dann haben wir Professor Wilhelm Bloch, Leiter der Abteilung für molekulare und zelluläre Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln. Professor Bloch meint, Sichtbarkeit schafft Möglichkeit. Die genaue Kenntnis unseres Körpers hilft uns, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Dann haben wir unseren Profisportler sozusagen, Ireti Amoyo, ehemaliger Basketballprofi und deutsche Nationalspielerin und nun bei Alba Berlin verpflichtet, immer noch aktiv, wie ich gerade erfahren habe, im Basketball. Nach Ireti sind Sportler auch nur Menschen, die sich immer wieder dem Schweinehund stellen müssen. Dann haben wir Gundula Köln, Unternehmerin und Innovatorin der deutschen Fitnessbranche. Gundula behauptet, ein aufgezwängtes Korsett ist keine Garantie für Erfolg bei der Erreichung sportlicher Ziele. Und last but absolutely not least, Unternehmer und TV-Abnehmcoach Felix Klemme. Und er sagt, eine externe Person nimmt einem die Schweißarbeit auf seinem Weg zur Traumfigur nicht ab, aber es kann helfen. Das stimmt. Ja, herzlich willkommen nochmal. Vielleicht kurz Applaus, schön, dass ihr dabei seid. Widmen wir uns erstmal den Grundlagen sozusagen. Ja, volksmundig wird ja immer vom Schweinehund gesprochen, jeder kennt ihn. Aber Lena, was ist eigentlich genau der Schweinehund? Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach zu greifen. Also oft wird gesagt, es hat was mit Willensstärke oder Willensschwäche eben dann auch zu tun, wenn wir lieber auf dem Sofa liegen und uns nicht bewegen. Aber dahinter liegen natürlich auch unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel eine kognitive Bewertung. Also wie bewerte ich im Prinzip eine Situation? Also ist es für mich gerade schwer oder leicht aufzustehen oder bin ich vielleicht verletzt und kann mich wirklich nicht bewegen? Oder auch die die psychologischen Aspekte, wie habe ich es eigentlich gelernt, nur auf dem Sofa zu liegen? Haben meine Eltern da auch schon drauf gelegen? Ich kenne es nicht anders sozusagen. Und wo ist so ein bisschen die eigene Willenskraft und die eigene Motivation? Und kann ich die eben auch stärken? Und wenn ja, wie, ist da immer so ein bisschen die Frage. Aber es ist ein komplexeres Phänomen. Verstanden. Motivation verläuft ja häufig in Kurven, wenn ich das richtig gelernt habe. Ja? Woran liegt das, dass wir mal mehr und mal weniger motiviert sind? Auch das ist eher komplex. Also es gibt natürlich erstmal unterschiedliche Typen. Also zum Beispiel eine Person, die introvertiert ist, die aber gerne Leute kennenlernen möchte, hat es eventuell schwieriger als jemand, der schon allein von der Persönlichkeit so strukturiert ist, dass er offener auf Leute zugehen kann. Das heißt, wir müssen so ein bisschen gucken, welche Ziele passen zu uns. Haben wir uns vielleicht zu hohe Ziele gesetzt? Das ist auch immer so die Frage. Also es liegt auch so ein bisschen in der Person, aber auch in der Situation. Eben gerade wurde gesagt, durch unsere Fans, durch die Stimmung, durch die Umwelt quasi, haben wir auch die Möglichkeit, uns zu motivieren. Das heißt, auch da sind verschiedene Faktoren am Start sozusagen, die uns beeinflussen können, individuell.
Okay, und dann vielleicht noch eine letzte Frage zu den Grundlagen. Es wird ja häufig so von intrinsischer und extrinsischer Motivation gesprochen. Ich glaube, du hast das Thema gerade schon berührt. Kannst du vielleicht noch mal erklären, was das bedeutet und was der Unterschied ist? Also bei der intrinsischen Motivation geht es darum, dass wir wirklich etwas tun aus Leidenschaft. Etwas, was uns Spaß macht, etwas, was uns Freude bereitet und damit auch oft was mit Kompetenz. Also wir fühlen uns auch kompetent dann in den Dingen, die wir machen. Und wir haben vielleicht auch schon sogar ein Flow-Erlebnis. Also das heißt, wir gehen in dieser Tätigkeit, in der Aufgabe oder in dem Sport auch auf. Mhm. Bei der extrinsischen Motivation geht es eher darum, dass wirklich Anreize auch von außen geschaffen werden. Das kann verbal sein, also über Loben vielleicht auch, aber auch eben ganz klassisch über Anreize wie Belohnungen, also Belohnungssysteme oder auch Bestrafungen ist auch immer ein Thema. Mhm. Also gibt es eine kleine Strafe, kennt man vielleicht aus der Schule, so die Strafarbeit, die man dann nicht machen wollte oder das extra Training oder so. Also das heißt, die sind unterschiedlich zu betrachten, aber nicht unbedingt als positiv oder negativ per se zu betrachten. Also da muss man immer in die Situation an sich gucken. Anreize können auch oft hilfreich und gut sein in gewissen Situationen. Also wenn Felix hinter dir steht und dich beim Training anschreit und motiviert, das ist dann... Ist nicht das Schlechteste. Ist nicht das Schlechteste in seinem Fall. Nicht, genau. Aber das wäre dann so die klassische extrinsische Motivation. Genau, also es hilft wirklich, sich auch dann Unterstützung von außen zu suchen. Es ist ja auch immer die Frage, wann. Also nicht jede Aufgabe macht uns halt per se Spaß. Natürlich, wenn wir eine Sportart wählen, wo wir intrinsisch aufgehen, die uns Spaß macht, wo Leidenschaft, Liebe, hat er eben gesagt, we love what we do, dann ist es natürlich, fällt es uns einfacher. Aber gerade wenn es vielleicht bestimmte Techniken oder Aufgaben sind, die uns herausfordern, ist es immer mal gut, so an der Seite zu haben zum Beispiel, der einen dann auch durch Motivationstief eben begleiten kann. Ja. Das ist interessanterweise auch genau das, was ich meinen Klienten immer klar mache, dass es eben nicht darum geht, irgendwie das zu machen, was am effektivsten ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, du machst jetzt irgendwie, gehst ins Fitnessstudio und trainierst da das und das Workout, weil wenn du da gar keinen Spaß dran hast und wenn dich das nicht berührt und wenn dir das keine Freude macht, dann sage ich auch ganz bewusst, dann ist es mir lieber, wenn jemand ein ganzes Leben lang Pool spielt. Ja, weil wenn er ein ganzes Leben lang Pool spielt, ist er ein ganzes Leben lang in Bewegung. Hat dann jetzt nichts damit zu tun, dass er große Muskeln aufbaut, aber er bleibt auf jeden Fall ein Leben lang in Bewegung, hat irgendwie Kontakt mit anderen Menschen. Mhm. Im besten Fall ist er noch ein bisschen draußen an der frischen Luft. Also das hat einfach auch einen gesundheitlichen Aspekt. Ja. Und ich finde auch, dass man da eben darauf achten muss, worauf setzt man jetzt den Fokus. Mhm. Absolut. Ireti, vielleicht an dich als Profisportlerin. Man braucht ja, glaube ich, eine unglaubliche Selbstdisziplin, um Profisportler zu sein. Kannst du so ein bisschen aus deiner Sicht beschreiben, wie du das geschafft hast, diese Selbstdisziplin aufzubringen und ja, wahrscheinlich jeden Tag mehrmals den inneren Schweinhund zu überwinden? Ja, ich würde sagen, so im Alltag des Profisports, das ist jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, so wenn man in so einer Saison steckt und in so einem Rhythmus steckt, sind es auf jeden Fall Routinen. Man denkt nicht zweimal drüber nach, ob man morgens aufstehen muss oder darf oder kann, sondern man macht es einfach, weil dann und dann das Training und man muss aufstehen, um zum Training zu gehen. Man hat danach, also bei mir war es dann noch so, dass ich studiert habe nebenbei, bin dann in die Uni und dann wieder zurück ins Training und man ist einfach in diesem Modus drin und da wird nicht viel drüber nachgedacht. Also es ist viel einfach antrainierte Routine, würde ich sagen. Mhm. Verstanden. Ich würde etwas gelernt. Ich würde mal davon ausgehen, dass es trotzdem für dich auch schwierige Situationen gab, ja, wo andere Leute, deine Freunde irgendwie ins Kino gegangen sind oder sich morgens zum Frühstück getroffen haben oder du wieder um 6.30 Uhr aufstehen musstest. Wo vielleicht dann doch keine Routinen eine Rolle spielten. Aber wie hast du dich in solchen Momenten dann motiviert? Ja, das ist im Teamsport, glaube ich, immer gar nicht so einfach. Ich glaube, da steckt viel sozialer Druck mit drin. Wenn ich, also es gab nicht die Möglichkeit zu überlegen, gehe ich heute zum Training oder gehe ich ins Kino. Das wäre, also das ist jetzt im Profibereich auf gar keinen Fall eine Option. Man ist unter Vertrag, man hat da zu sein. Der Verein, in diesem Fall der Club, ist der Arbeitgeber. Ja. Und ansonsten würde ich halt sagen, in diesem sozialen Gefüge, in dem man sich in Basketballteams oder in anderen Sportarten in Teams bewegt, hat man ein gewisses Stück an Verantwortung, Eigenverantwortung, aber auch Verantwortung seinem Team gegenüber. Mhm. Wenn man kurz- bis mittel- oder langfristige Ziele hat als Team, die man erreichen will, so im Semifinal zu stehen oder im Halbfinale,
zu stehen. Das erreicht man nicht einfach, weil man am Anfang der Saison geguckt hat, ja, wir treffen uns heute jetzt mal zum Training und dann gucken wir, wie die Saison so geht. Sondern man steckt sich Ziele und will die erreichen und das kann man halt nur, wenn alle quasi am gleichen Strang ziehen. Mhm. Und ich denke, so gemeinsame Ziele und so eine gemeinsame Teamidentität und so eine Eigen-, aber auch Teamverantwortung, die spielt eine große Rolle und dann viel sozialer Druck. Okay, ja. Extrinsisch sozusagen. Ja. Hattet ihr sowas wie Mentaltrainer oder Motivationspsychologen, so jemanden wie Lena zum Beispiel, während deiner Profizeit, die euch irgendwie geholfen haben, diesen Schweinehund zu überwinden? Ja, also es gibt jetzt konkret zwei Beispiele oder Sessions, an die ich mich erinnern kann. Das eine war während meiner Zeit am College. Da würde ich sagen, da wurde noch viel mehr auch in die Richtung geguckt und so ein Gesamtpaket vermittelt, also Nutritionists, psychologische Betreuung, allein, dass man sich vor der Saison trifft und irgendwie ausfüllt, was für Ziele man persönlich hat, aber auch fürs Team. Und da haben wir eine Session gemacht, wo wir quasi mit einem Motivationscoach quasi persönliche und gemeinsame Ziele erarbeitet haben, in so einem Workshop-Format. Und dann einmal, das war aber privat, da bin ich einfach auch mal so hingegangen, weil ich das interessant fand, da ging es um Mental Toughness. Und da wurde uns einfach nur gespiegelt mit verschiedenen Triggern, die müsstest du dann wahrscheinlich nochmal erwähnen, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber da wurde, was ich mitgenommen habe, ist halt, dass ich mich gezielt manipulieren kann, um meine eigene Leistung zu steigern. Und dass, wenn ich das halt kurz vor einem Workout mache, also wir haben dann immer quasi Mental Toughness Elemente gehabt, danach ein Workout und dann vorher nachher verglichen, und da habe ich halt schon gemerkt, dass allein durch diese kleinen Mechanismen, die mir an die Hand gegeben wurde, ich meine Leistung quasi steigern konnte. Das war super spannend, ja. Sehr spannend. Ja, vielen Dank erstmal für deine ersten Worte. Ich habe höchsten Respekt vor jedem Profisportler, muss ich sagen. Es hörte sich so ein bisschen an, als wenn du das fast so dich da so ein bisschen unter den Scheffel, Scheffel gestellt hast. Ich glaube, das hat extrem viel auch mit Eigenmotivation zu tun. Ja, klar, es gibt Routinen, es gibt irgendwie einen Druck über den Vertrag, aber ich glaube, jeder Sportler, Profisportler muss eine sehr, sehr besondere Persönlichkeit haben, um das zu erreichen, was man dann eben als Profisportler erreicht. Insofern Hut ab und höchsten Respekt generell. Professor Bloch. Sie sind Sportmediziner und Professor an der Sporthochschule Köln, wie wir gerade aufgeklärt haben. Bei Ihnen geht es auch viel um Therapien und Sportprogramme, die Sie für bestimmte Zielgruppen entwickeln. Inwieweit spielt bei Ihnen der innere Schweinehund oder bei Ihren Programmen und Therapien der innere Schweinehund eine Rolle? Das ist ein entscheidender Faktor. Wir wollen beim Patienten im Prinzip was erreichen, wir wollen Effekte auslösen. Wir wollen, dass sie ihren Lebensstil umstellen. Vor allem sollen aktiver werden, spezifische Trainingsprogramme durchmachen. Wir haben natürlich ganz konkrete Ziele, was wir bei den Patienten erreichen wollen. Also das heißt im Prinzip Blutdruck reduzieren, Fettmasse reduzieren oder sowas und im Prinzip Gefäßstruktur oder sowas. Also ganz, ganz spezifische Sachen. Oder wenn wir im Prinzip dann Patienten haben mit neurologischen Erkrankungen oder sowas, im Prinzip auch die neurologischen Erkrankungen zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen oder im Prinzip Krebspatienten im Endeffekt Nebenwirkungen zu reduzieren oder im Prinzip die Therapie zu verbessern, also so im Sinne von unterstützender Therapie. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe von ganz unterschiedlichen Menschen, also weil die sind unterschiedlich motiviert und die haben unterschiedlich hohe inneren Schweinehund oder großen inneren Schweinehund. Also wenn ich mir jetzt mal so einen Patienten nehme, der metabolisches Syndrom hat und Diabetes-Patient ist, das ist eine harte Nuss, weil der hat einen richtigen Schweinehund, weil er hat sein ganzes Leben lang im Prinzip den Schweinehund gelebt. Ja, der ist nicht rausgegangen und hat was gemacht und er hat einfach auf der Couch gesessen und die Mama Potatoes gegessen oder so ein bisschen am Fernsehen die Erdnüsse genascht. Das ist eine harte Nummer im Prinzip, dann gerade mit dem Personenkreis im Endeffekt die Motivation hinzukriegen, dass wir im Endeffekt dann sagen, okay, ich sehe da was und das bringt mir auch was, ich fühle mich nachher wohler. Anderer Aspekt ist, wenn ich jetzt Patienten habe, die eine Krebserkrankung haben, die haben häufig eine viel, viel höhere eigene Motivation, da ist der Schweinehund fürs Training relativ klein.
Insofern sie nicht gerade in der chronischen Ermüdungsphase, sondern sogenannten Fatigue sind, dann kann es schon schwieriger werden. Ganz einfach, warum? Weil sie im Prinzip dann selbst mal was tun können. Und sie sind ansonsten ausgeliefert der Therapie und da können sie im Prinzip dann dadurch, dass sie vielleicht Ernährung umstellen, für einen Aspekt oder im Endeffekt hingehen und dann tatsächlich 2-, 3-, 4-mal die Woche trainieren, je nachdem. Das ist so. Da muss man manchmal sogar ein bisschen einbremsen, das ist es so. Oder halt auch, wir haben jetzt mit MS-Patienten große Studien gemacht und die machen HIIT-Training und die machen das sehr gerne. Damit man, na gut, mal. Aber es gibt vielleicht einen interessanten Punkt, man muss halt die Personengruppen halt da abholen, wo sie im Prinzip stehen. Und was die Motivation anbetrifft, das haben wir gerade bei onkologischen Patientinnen gemacht, das haben wir eine sehr schöne Studie gemacht, wo wir verglichen haben, neigungsgestütztes Training gegenüber vorgegebenes Training. Wir haben 2 Reha-Einrichtungen genommen, eine, da haben wir im Prinzip jeden vorher ein Sportinterview gemacht und haben gesagt, fährst du gern Fahrrad, gehst gern schwimmen, machst ein bisschen Gymnastik oder Aqua, Zumba oder so wie das jetzt ist, schon eine schöne Sache. Und beim anderen haben wir Business as usual gemacht, im Endeffekt Training so, wie es in der Reha halt gemacht wird. Was kommt raus? Und das ist genau der Punkt, das ist nämlich die Frage, nach der Reha machen die im Prinzip, überwinden die noch in der Schweinehund. Und die Gruppe neigungsgestützt, bei denen wir das Training darauf angepasst haben, personalisiert haben, die haben nach einem Jahr im Prinzip noch genau das gemacht, was wir ihnen gesagt haben. Und die anderen, die haben genauso viel gemacht, wie sie vorher machen konnten. Also man sieht, man muss da im Prinzip rangehen. Und wir haben mittlerweile letztendlich auch in unseren Programmen dann auch andere Belohnungssysteme mit drin. Also wir arbeiten mit Apps, die wir entwickeln. In einem Großprojekt haben wir einen Zen-Garten gemacht, wo im Prinzip jedes Trainingseinheit gibt eine Blume. Man sollte es nicht unterschätzen, das ist ein schönes Spielzeug. Da guckst du nach Hause, stehst morgens auf und sagst, ah, ich krieg meine nächste Blume. Und jetzt haben wir ein neues Projekt, ein großes, wo wir im Prinzip so ein Parcours machen, so ein Adventure-Parcours. So sieht es aus, das machen wir jetzt zum Exogame-Hersteller, die App. Und das ist auch für Brustkrebspatientinnen. Bin mal gespannt, was rauskommt am Schluss. Ich habe so ein paar Vorversionen gesehen, wie es jetzt aussehen soll. Aber der Mensch braucht Motivation, die aus Erfolg herauskommt. Und ich muss im Prinzip entweder, ich habe einen intrinsischen Erfolg wie die Profisportler im Endeffekt, Erfolg zentral, ich will was erreichen, intrinsisch oder extrinsisch, und, oder ich fühle mich besser. Das Problem bei den Gesundheitssportlern ist im Prinzip kurzfristig, wenn ich mich besser fühle. Das ist leicht zu machen. Dann überwinde ich meinen Schweinehund. Also, wenn ich jetzt im Prinzip ein Training mache, und ich bin nachher dann irgendwo gefordert, wir machen jetzt ein Interview und ich bin viel fitter danach, was tatsächlich so ist, wenn ich in einem bestimmten Bereich trainiere. Das kann ich sofort messen. Dann beim nächsten Mal weiß ich, ah, okay, ich gehe trainieren, ich gehe laufen vorher, mach mal 140, 150er Puls, funktioniert super. Aber was machen wir mit denen? Nach 2-3 Monaten ist dein Blutdruck niedriger. Ah, du hast jetzt im Prinzip 2 Kilo weniger Fett. Und dafür musst du jetzt abends auf die Potatoes, also auf die Chips verzichten. Und dein Schnitzel ist auch nicht mehr so fett und die Panade geht weg. Das ist doch ziemlich schwierig. Da brauchen wir im Prinzip andere Skills, andere Motivatoren im Endeffekt, die dann den Patienten zeigen, wo geht es denn hin? Oder den zukünftigen Patienten zeigen. Wir wollen ja nicht nur von Patienten reden, sondern auch ein bisschen Prävention machen. Und das ist, glaube ich, eine ganze Ecke schwieriger. Da brauchen Sie dann so jemanden wie den Felix. Der Felix beschäftigt sich nämlich zwar nicht mit Tumorpatienten oder schwerkranken Menschen, aber auch viel in deiner Vergangenheit als über deine TV-Show oder auch in deinem Fitnessstudio mit Leuten, die abnehmen wollen. Und wir haben von Leikern vor kurzem mal eine Umfrage gemacht und gelernt, dass sozusagen das Thema Abnehmen eigentlich der schwierigste Bereich ist im Gesundheitswesen, beziehungsweise dass da der Schweinehund am größten ist. Also warum ist das bei dir auch so? Siehst du das genauso bei dem Thema Abnehmen? Also stellst du selber fest, so ähnlich wie Professor Bloch das beschrieben hat, dass es gerade bei den Leuten, die übergewichtig zu dir kommen, und möglicherweise in der Vergangenheit keinen besonders gesunden Lebensstil hatten, keinen gesunden Ernährungsstil hatten, dass das besonders schwer ist, die zu motivieren? Das ist
Ja, oft schwierig, so wie Professor Blochs auch gerade gut beschrieben hat, weil dann natürlich auch sehr viel gelerntes Verhalten drin ist. Mhm. Aber was man eben nicht unterschätzen darf, dass Menschen, die sehr stark übergewichtig sind, eigentlich drogenabhängig sind, wenn du so willst. Ja, weil Zucker wirkt auf das Gehirn wie eine Droge. Mhm. Und wenn Menschen halt sehr viel Zucker konsumieren oder eben auch Fett oder salzige Dinge konsumieren, wirkt das alles auf das Belohnungssystem. Und da muss man dann eben auch schon auch psychologisch irgendwie ran, um die Leute eben wirklich zu motivieren. Und das mache ich immer damit, dass ich die Menschen erstmal in ihrem Schmerz abhole, weil die meisten Menschen haben ja auch immer einen Schmerzpunkt. Mhm. Das ist zum einen eine Motivation, Menschen weg vom Schmerz zu holen. Aber ich will sie ja nicht nur weg vom Schmerz holen, sondern ich möchte sie ja hinführen in die Leichtigkeit und in so eine Lebensfreude. Das heißt, ich muss erstmal einen Anker setzen, was ist eigentlich dein größtes Problem, was ist dein größter Schmerz. Und wenn ich den habe, dann kann ich daraus eine Motivation ziehen auf die andere Seite und sage, okay, was ist denn das, was dich am allermeisten motiviert? Wo hast du die meiste Freude? Was ist das Schönste und Beste, was du erreichen kannst? Und da geht es nämlich genau darum, auch was Sie gerade in der Studie beschrieben haben, das ist genau das elementare Wichtige im Coaching-Prozess. Mhm. Ich muss herausfinden, was ist denn das, was dir Spaß macht? Weil es macht niemandem Spaß, Punkte zu zählen oder wenigen auf Dauer. Ja, das ist eine super Möglichkeit, mal reinzukommen, um sich für ganz bestimmte Prozesse zu sensibilisieren. Aber man will ja nicht ein Leben lang Punkte zählen. Oder man möchte ja nicht die ganze Zeit Kalorien zählen. Sondern man möchte ja irgendwie an den Punkt kommen, dass man in einer Leichtigkeit für sich freie Entscheidungen treffen kann. Dafür muss ich Zusammenhänge verstehen, das ist mal wichtig. Und vor allen Dingen möchte ich ja auch irgendwann eine Bewegung machen, die mir Spaß macht. Und da muss ich halt herausfinden, was macht dir denn Spaß. Dann spielt lieber jemand Pool, als nur 2 Wochen ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Verstanden. Und, du spielst vielleicht eher Pool. Vielleicht. Zu Hause. Genau. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber mich würde auch interessieren, also wie, du hast ja deine TV-Show, geht ja zum Teil über 300 Tage, glaube ich, und also wie schaffst du es letztendlich, die Leute auch im Nachgang dann wirklich nachhaltig motiviert zu halten? Was gibst du denen an die Hand, was erzählst du denen? Also, das ist klar, du hast gesagt, es muss Spaß machen und mach lieber das, was dir Spaß macht, aber gibt es da sozusagen noch weitere Tipps und Tricks, wie du dafür sorgst, dass es nicht nur 300 Tage sind, sondern 3000 Tage am Ende des... Zielearbeit. Also das mache ich den Leuten auch immer bewusst. Also ich kann gerade so viel aufnehmen, ne, was Sie auch gerade mal gesagt haben, weil genau das ist das Problem. Wenn du jetzt 2 Kilo abgenommen hast und du willst aber eigentlich, ganz ehrlich, es gibt Leute, die wollen 50 Kilo abnehmen. Oder machen wir es mal klein, du willst vielleicht 10 Kilo abnehmen. Wenn du dann irgendwie 3 Monate irgendwie gerackert hast und hast gesagt, boah, ich habe jetzt so Gas gegeben, ich habe jetzt so viel umgestellt, ich habe jetzt, und dann kommt es, das ist jetzt auch wieder neurologisch, was dann passiert, und dann sagt, ich habe auf so viel verzichtet. Ja, dann hast du das Gefühl, du lebst die ganze Zeit in einem Mangel. Verzicht ist immer Mangel. Mhm. Das heißt, die Information an deinen Körper ist nicht positiv. Also es hat nichts mit Motivation zu tun, wenn du sagst, ich verzichte. Ich faste aktuell, trinke zum Beispiel keinen Alkohol jetzt bis Ostern und ich esse keine Süßigkeiten. Mhm. Aber ich sage bewusst nicht, ich verzichte, sondern ich könnte jetzt das anders formulieren und so mache ich das auch. Ich reinige meinen Körper. Mhm. Das ist eine ganz andere Information für mich selber, die mir eine ganz andere Motivation gibt, als wenn ich sagen würde, ich verzichte. Und da setze ich dann halt an und da gucke ich halt auch sehr sensibel darauf, welche Worte benutzen die Menschen, mit denen ich arbeite. Wie reden sie mit sich selber? Also es gibt immer so diesen inneren Dialog. Ne? Da gucke ich immer, wie redest du mit dir selber? Wie redest du mit anderen Menschen? Wie reden andere Menschen mit dir? Und um das nochmal zurück, um den Bogen zu schließen. Ich arbeite immer mit Zielen und es ist eben wichtig, sich klar zu machen, wenn du 10 Kilo abnehmen möchtest, dann machst du dir halt ein paar Steps, wo du checkst, in welchem Zeitraum möchtest du so und so viel Gewicht verloren haben. Wenn du es geschafft hast, mindestens 5-mal Schulterklopfen links, 5-mal Schulterklopfen rechts und irgendwie was Geiles machen. Also auch sich wieder da was gönnen, ja, auch dem Belohnungssystem wieder irgendwas geben, worüber es sich freuen kann. Und dann halt das nächste Ziel angehen. Und oft ist es ja so, dass man das nicht schafft. Und dann machen die meisten, oder viele machen dann den Fehler, dass sie dann irgendwie so zurückfallen in alte Verhaltensmuster und sagen, das klappt sowieso nicht. Dann muss man sich eben fragen, okay, in eine klare Analyse gehen, was habe ich denn nicht gemacht, was ich machen wollte, um dieses Ziel zu erreichen. Also man muss auch immer wieder überprüfen, in Klarheit gehen und dann wieder das nächste Ziel dann halt anstreben. Und so arbeite ich eben auch mit meinen Klienten, wo ich längerfristig zusammenarbeite, immer wieder prüfen, was ist das nächste Ziel, was ist das nächste Ziel, was ist das, worüber du dich freuen kannst, was ist das, womit du dich noch besser fühlst, als du dich jetzt schon gut fühlst. Interessant.
Sehr spannend. Ja. Wenn deine Kunden oder Patienten so motivatorische Löcher haben, Kurven haben, wie gehst du speziell auf die ein? Ja, oder gehst du anders auf Leute ein, die jetzt gerade irgendwie super motiviert sind und tschakka und ich will jetzt irgendwie abnehmen, als diejenigen, die jetzt gerade in so einem Tal sind, weil sie einfach gerade nicht motiviert sind? Gibt es da für dich Unterschiede in der Herangehensweise? Also nimmst du das wahr oder sagst du, nein, es gibt für mich sozusagen ein System, ist egal, ob die da sind oder da sind? Ja, ich arbeite ungern mit einem Modell, was ich über jeden überstülpe, aber es gibt natürlich Modelle, an denen man sich bedienen kann. Ich habe ein Modell entwickelt, was ich Natural Network nenne, und das umgreift für mich Familie, Freunde, Ausbildung, Beruf, Lebensraum. Mhm. Also die Menschen, unser Umfeld, was uns ja tagtäglich beeinflusst. Und aus den Bereichen kommen auch aus meiner Erfahrung heraus die meisten Faktoren, die Motivation beispielsweise jetzt in dem Fall stören können. Ja, kann ja zum Beispiel sein, du hast ein Motivationsloch und du hast mega Stress auf der Arbeit, weil du hast ein Riesenprojekt an der Backe und musst halt dafür bis zu Tag X sehr viel arbeiten. Dann fehlt dir möglicherweise Zeit, um genau die Dinge umzusetzen, die du ja beispielsweise im Abnehmprozess für dich erreichen willst. Mhm. So, dann kannst du natürlich, dann machst du dir die ganze Zeit Stress und sagst, ach, ich wollte aber heute was machen und es hat nicht geklappt und so. Und dann halt auch da cool bleiben und nicht irgendwie sich total stressen lassen. Und da arbeite ich dann halt viel mit Ressourcen. Also was könnte dann für diesen Zeitraum X, bis du das erreicht hast, eine positive Ressource sein, mit der du gut umgehen kannst und dann auch immer dafür sensibilisieren. Es ist ja alles immer nur zeitlich begrenzt. Ja, also du wirst ja nicht ein Leben lang Stress haben, außer du entscheidest dich dafür. Ne? Ist ja immer eine Frage, wofür du dich entscheidest. Gibt es auch. Die Menschen, die sind ein Leben lang chronisch unglücklich, aber sie sind jetzt deshalb, weil sie sich halt dafür entschieden haben. Ja. Muss man dann auch ehrlicherweise mal sehen. Mhm. Und da checke ich dann halt so, okay, welche Ressource kannst du vielleicht noch anzapfen, dass du damit eben besser klarkommst. Mhm. Und manchmal gibt es auch, kann es darauf hinauslaufen, dass man sich zum Beispiel von einem Partner trennt oder dass man den Job wechselt oder dass man den Wohnraum verändert oder irgendwas. Aber das lasse ich die Leute immer selbst prüfen. Ich sage ja nicht, du musst das und das tun, sondern ich prüfe mit denen, was ist das, was dir jetzt am meisten dient. Mhm. Und dann müssen sie für sich einfach eine Lösung entwickeln. Das finden sie auch normalerweise. Ja, okay, cool, vielen Dank. Gerne. Gundula, du hast die erste deutsche Fitnessboutique gegründet, wenn man das so ausdrücken möchte. Erläutere doch mal kurz dein Studiokonzept, das ist ja schon sehr speziell auch. Ja, also B-Cycle ist ein Boutique-Fitnessstudio. Mhm. Es gibt mittlerweile schon einige, die das auch machen. Also wir sind sicherlich mit die Ersten gewesen 2016, aber relativ schnell kam dann auch HighCycle in Hamburg, Urban Heroes in Hamburg, also viel im norddeutschen Bereich, und jetzt auch in München gibt es Black Bike. Also im Grunde ist es ein Boutique-Fitnessstudio, ein Studio, wo man verschiedene Kurse anbietet und halt mit anderen Leuten in einem Raum Sport macht und dazu sehr motivierte Trainer hat. Unser Konzept ist noch ein bisschen anders, dass wir halt auch noch ein Café mit dabei haben mit veganem Essen, mhm, und im großen Lounge-Bereich, wo natürlich die Leute dann auch Zeit verbringen können, und somit ist natürlich dieser Community-Faktor recht groß bei uns. Mhm. Wettbewerb ist ja an sich ein gutes Zeichen, wenn man das so sehen möchte. Aber eine Besonderheit in deinem Konzept ist ja, glaube ich, dass es keine festen Mitgliedschaften gibt. Ne? Und man könnte ja die Hypothese aufstellen, feste Mitgliedschaften sind irgendwie ein Motivator, weil du musst jeden Monat, was weiß ich, für Geld zahlen und dann muss man halt dahin gehen. Wie ist das bei euch oder wie siehst du das? Ja, ist das sozusagen ein Motivationsverhinderer, dass ihr keine festen Mitgliedschaften habt, oder ist es eher das Gegenteil? Überhaupt nicht. Also diese festen Mitgliedschaften, die gibt es ja auch kaum noch. Also die hast du natürlich noch in den großen Fitnessstudios, weil die großen Fitnessstudios nach wie vor damit rechnen, dass du halt eine Mitgliedschaft abschließt und nicht kommst. So machen die auch ihr Geld. Und bei uns ist es ganz anders. Also du kaufst eine Zehnerkarte zum Beispiel und es ist Pay As You Go. Und im Grunde hat sich an unserer Gesellschaft einiges geändert. Wir wollen flexibel bleiben, wir machen Carsharing, wir wollen nirgendwo mehr einen Vertrag eingehen, und wir sprechen natürlich auch die Leute an, die genau das nicht mehr wollen. Also das ist überhaupt kein Problem und hat überhaupt keine Auswirkung auf die Motivation. Wir sind auch durchaus dafür, dass die Leute nebenbei noch Outdoor-Training machen. Ja, also ich sehe zum Beispiel Outdoor-Gym überhaupt nicht, obwohl in einer Umfrage 2017 kam raus, dass unser größter Wettbewerber tatsächlich das Training draußen ist. Aha. Aber das soll ja auch so sein. Also die Leute sollen bitte nicht jeden Tag zu uns kommen, was einige tun und was uns
eher nicht so passt. Also wir wollen eher die Leute haben, die 2 bis 3 Mal die Woche kommen und nebenbei auch noch andere Sachen machen. Ja, also das ist so das Konzept. Okay. Ich sehe schon eine große Partnerschaft bahnt sich an, zu schauen. Recycle, wunderbar. Apropos Partnerschaft, wir sind ja auch sozusagen so ein bisschen verpartnert. Ihr nutzt auch unsere Bluttests oder verkauft die bei euch im Studio. Inwieweit hilft das euren Kunden dabei, sozusagen ihre Ziele zu verfolgen oder motivierter zu sein, wenn sie die inneren Werte überprüfen können? Also ich habe selbst schon den Test gemacht und war sehr beeindruckt und werde den auch jederzeit nochmal wiederholen. Es ist tatsächlich nicht so einfach, natürlich diesen Test bei uns im Studio zu platzieren, weil wir auch viel erklären müssen. Aber natürlich der Kunde, der zu uns kommt, der ist insoweit schon motiviert, dass er wirklich auch was verändern will. Also sei es, er kommt, weil er wirklich viel Stress im Job hat und sich davon loslösen möchte, oder er hat wirklich ein Ziel, Gewicht zu verlieren, oder es gibt halt andere Themen. Und klar, Sport allein reicht nicht und Ernährung allein reicht nicht. Und oft ist es auch so, dass man einfach mal checken muss, was ist überhaupt in mir los. Und ich glaube, so ein Test, den man mal eben zu Hause machen kann, hilft natürlich sehr dabei, das mal eben zu überprüfen, ohne dass man sich da jetzt lange mit beschäftigen muss und ohne dass es jetzt so eine Barriere gibt. Ja. Ich habe ja immer noch das große Ziel, dass wir mal bei uns mit euch zusammen so einen Test machen und die Kunden einladen, weil ich glaube, als ich den Test gemacht habe, ich hatte schon Schwierigkeiten, genug Blut aus meinem Finger zu quetschen. Und ich glaube, da muss man schon so ein bisschen an die Hand genommen werden. Also vielleicht ist das ein nächstes Projekt. Können wir sehr gerne in Angriff nehmen. Ja. Wir haben, um uns da kurz zu rechtfertigen sozusagen, wir sehen da ganz wenig Probleme nur mit der Blutabnahme. Ein ganz geringer Anteil der Kunden haben wirklich Probleme mit. Am Anfang dachten wir, das wäre auch eine Hürde, irgendwie, dass man zu Hause Blut abnimmt. Wir haben dann sogar eine Bachelorarbeit schreiben lassen zu dem Thema und letztendlich kam raus, wenn, dann haben nur die Männer Angst davor, weil die irgendwie mehr Angst haben oder mehr Berührungsängste haben mit Körpersachen. Ja, Frauen berühren sich ja häufiger am Auge und keine Ahnung, machen ihre Nägel und Männer machen das weniger. Aber ja, super gerne können wir da ein Projekt starten. Ich würde gerne nochmal auf das Thema intrinsische und extrinsische Motivation zu sprechen kommen. Und zwar würde mich interessieren, wie ihr es sozusagen besonders macht oder besonders schafft, eure Kunden intrinsisch zu motivieren und wie wir gelernt haben, ja auch sozusagen Spaß an der Aktivität zu haben. Ja? Also wie sorgt ihr dafür, dass es Spaß macht, wenn man mit einem Puls von 200 auf dem Rad sich abstrampelt und vorne steht so jemand wie Felix Klemmer und schreit einen an? Ja, also geschrien wird ab und zu auch mal bei uns, aber tatsächlich ist es die Musik, die einen so anmacht. Ja? Also wir tanzen ja in der Regel auch gern, ja, und irgendwann kommt man halt in so einen Flow. Und beim Tanzen zu guter Musik kommst du in einen Flow-Status, den du sonst im Alltag halt nie hast. Und genau das erleben wir bei uns auf dem Fahrrad, weil im Grunde alles auf die Musik abgestimmt ist. Und du trittst immer im Takt zur Musik. Und je besser der Trainer, desto besser ist dieses Flow-Gefühl am Ende auch. Und je nachdem, auf welche Musik man dann auch steht, kommt man ganz schnell in so einen Zustand, dass man auch high wird und danach zur Arbeit geht und denkt, wow, was war das denn gerade? Ja. Also es ist schon eine andere Art des Trainings. Das kann man auch überhaupt nicht vergleichen mit dem Spinning bei Fitness First. Das ist was ganz anderes. Da ist ein Raum, der ist ähnlich wie dieser Raum. Das Licht ist, glaube ich, auch ähnlich und die Anlage ist von 1980. Ja. Und wenn man natürlich einen Raum hat, der wie ein Club ist, bei uns ist alles sehr dunkel, wir haben ein Lichtsystem, was aus dem Watergate kommt, und das ist natürlich dann schon was anderes, wenn über dir dieses Licht wegzieht und vorne der Trainer, der eigentlich auch ein DJ ist, dann noch die richtigen Drills gibt und wirklich auch das Richtige sagt in dem Moment, dann denkt man ganz schnell, oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Und du kannst halt ganz schnell abschalten. Ja. Und wir bieten natürlich neben dem Cycling auch noch andere Kurse an. Da ist es nicht ganz so mit der Musik, also da spielt natürlich Musik auch eine große Rolle, aber die ist nicht so laut wie bei uns im Ride Studio. Und da ist es im Grunde so, die Trainer sind halt so ausgebildet, dass sie in kürzester Zeit dich an einen Punkt bringen, an dein Limit, wo du halt auch merkst, okay, jetzt tut sich was. Mhm. Und das ist der Grund, warum die Leute dann auch wiederkommen. Ne? Also diesen Moment wollen sie nochmal wieder erleben und das ist dann auch so eine Sucht. Und da müssen wir dann gar nicht mehr viel tun, da müssen wir auch keine Mitgliedschaften verkaufen. Mhm. Da zahlt der Kunde dann auch gerne pro Klasse, weil er halt weiß, was er bekommt.
Ja, cool. Ja, ich glaube, ihr habt ja wirklich ein super rundes Konzept, wo ihr den Kunden alles abnimmt und man kann, glaube ich, sogar seinen Smoothie dann zum Fahrrad bestellen und der Kunde muss quasi nicht mehr nachdenken, sondern kann sich sozusagen voll auf die Sache, auf die eigentliche Sache konzentrieren und muss sich nicht sorgen, ob er jetzt ein Handtuch dabei hat und Wasser dabei hat oder hat sogar dann seinen Smoothie vor der Nase. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch den Spaßfaktor und damit auch die intrinsische Motivation extrem fördert. Lena, wir haben ja jetzt einiges gehört über das Thema intrinsische Motivation von allen Seiten. Es geht um Spaß, es geht um, ja, vor allen Dingen um Spaß, habe ich, glaube ich, irgendwie mitgenommen. So aus wissenschaftlicher Sicht, ja, was gibt es für weitere Möglichkeiten, intrinsische Motivation zu erzeugen? Ja, also sozusagen, ich will nicht sagen weg von der extrinsischen, aber hin zur intrinsischen Motivation, die es ja offensichtlich leichter macht, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ja, ist ganz spannend. Also eigentlich ist der Weg ja spannend zu sagen, erst ist es extrinsisch und wie schaffe ich, dass das Extrinsische intrinsisch wird. So. Und da haben natürlich so äußere Sachen, also wie so ein Umfeld, man kann das auch auf dem Arbeitskontext natürlich 1:1. Deswegen fühle ich mich wohl an meinem Arbeitsplatz, bin ich autonom, also kann ich frei entscheiden, wann ich trainiere, wie ich trainiere oder wie bei Professor Bloch, was ich vielleicht mache, also ist individuell abgestimmt für mich, was passiert oder was ich machen kann. Wie wirkt das Umfeld eben auf mich? Das sind alles so Sachen, wo man erstmal vielleicht, auch wenn man ein bisschen den extrinsischen Anstoß braucht, nachher in so eine Art Gewohnheit eben auch kommt. In Routinen haben wir eben gehört auch. Mhm. Und wenn ich so ein wir sind ja Gewohnheitstiere, also wenn ich von der Couch zum Pool spielen vielleicht mal gekommen bin und das eben vielleicht mal einen kleinen extrinsischen Impuls dadurch also erstmal bekommen habe, um es zu machen und dann aber die Freude daran entwickle, dann wird es eben auch Gewohnheit. Und ich schaffe es eben auch dann da länger dran zu bleiben. Man muss aber auch immer ein bisschen aufpassen, also was immer diskutiert wird in der Wissenschaft, ist dieser klassische Effekt, wenn wir schon intrinsisch motiviert sind, dann sollten wir nicht mehr extrinsisch belohnen. Weil dann es so eine Art Untergrabungseffekt gibt, dass dann die intrinsische Motivation sinkt. Also das haben immer wieder Studien gezeigt. Das heißt, wenn meine Mitarbeiter oder meine Sportler schon motiviert sind, brauche ich gar nicht mehr so stark mit Belohnungen extrinsisch arbeiten, weil dann könnte es eben auch einen Abfall geben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe in Vorbereitung auf das heutige Panel einen Artikel dazu gelesen, so eine Kindergartenstudie, genau, die kennst du wahrscheinlich mit Sicherheit besser als ich, aber ich habe nur gelesen, dass Kinder malen ja gerne und basteln gerne und sind total intrinsisch motiviert, weil sie riesen Spaß dran haben. Und dann wurde eben der Versuch gemacht, dass die Kinder plötzlich belohnt wurden dafür, dass sie diese Bilder malen und dieses Basteln durchführen. Und dann wurde irgendwann die Belohnung abgebrochen und dann waren die Kinder total enttäuscht und hatten gar keine Lust mehr zu malen oder zu basteln, weil irgendwie die extrinsische Motivation dann wegfiel und sie waren enttäuscht, dass sie nichts mehr bekommen haben und dann fehlte plötzlich die intrinsische Motivation. Ja, kognitiv, sie verbinden dann im Prinzip die Belohnung mit dem Tun. Also sie denken dann, sie tun es nicht mehr aus Freude oder Spaß oder Interesse, sondern sie tun es nur noch wegen der Belohnung. Und da muss man eben so ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig zu sagen, dass extrinsisch auch ihre ganz starke Daseinsberechtigung bei ganz vielen Aufgaben hat. Auch eben auch bei Aufgaben, die unbequem sind, wo ich es intrinsisch einfach nie machen würde. Dann ist es eben gerade auch, finde ich, im Thema Gesundheit eben ganz wichtig, da auch einen Impuls zu setzen von außen und dann eben langfristig zu begleiten auch und da zu sein und immer wieder Ziele neu zu justieren und auch anzupassen. Und wichtig eben auch die individuelle Komponente immer zu betrachten, also die Person an sich, was braucht sie? Das war jetzt ja bei beiden Beispielen auch ganz klar dargestellt, dass man immer guckt, okay, was braucht mein Gegenüber eigentlich gerade? Wo liegt das Interesse? Wo ist die intrinsische Motivation eigentlich? Erstmal das rauszukitzeln. Viele wissen es ja auch gar nicht. Also gerade nach einem Unfall vielleicht, wenn man die eigentliche Sportart nicht mehr ausüben kann, das war bei mir beim Hockey der Fall, ich musste erstmal suchen und erstmal wieder gucken, okay, Hockey, Tennis ging nicht mehr. Was meinen jetzt so? Da fällt man natürlich erstmal ein Loch und guckt irgendwie. Und bei mir ist es jetzt Fahrradfahren geworden, dass ich sage, okay, das ist was ich eben auch gut in den Alltag integrieren kann, zur Arbeit fahren und was mein Knie noch kann sozusagen und darf. Und dann ist der Motor wieder ein bisschen an. Aber da hilft eben auch deine Begleitung extern. Okay.
Ja, ich würde gerne noch auf das Thema Digitalisierung zu sprechen kommen. Ja, es gibt ja heutzutage immer mehr digitale Produkte und Apps, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen und Motivation und auch damit in Verbindung den Schweinehund zu überwinden, so ein bisschen wie wir das ja auch machen mit Lykon. Meine Frage ist, was glauben Sie, was glaubt ihr, muss ein digitales Produkt beinhalten oder bei der Entwicklung von digitalen Produkten bedacht werden, damit der Schweinehund über digitale Produkte erlegt wird? Also in erster Linie Klarheit, dass ich halt weiß, wo stehe ich eigentlich gerade, ich dann jederzeit überprüfen kann. Da könnte ich mir im besten Falle Ziele setzen. Also ich muss erstmal einen Ist-Zustand wissen und im besten Falle kann ich eben sagen, ich mache normalerweise immer so Zeiträume von 8 Wochen, weil ich immer 8 Wochen als sehr sinnvoll erachte, dass man da sich auch Zeit geben kann, um auch wirklich gerade so körperlich und auch mental in den Veränderungsprozess zu gehen. Dann nach 8 Wochen nochmal zu überprüfen, okay, wie ist es denn jetzt? Was hat sich denn jetzt verändert zu dem, was ich vor 8 Wochen gemessen habe? Sei es in meinem Körper, sei es das, was ich im Außen messen kann, ob das jetzt auf körperlicher Ebene zum Beispiel eine gewisse körperliche Fitness ist, ob das ein Bauchumfang ist. Blutdruck könnte das sein, Herzfrequenz könnte das sein, solche Faktoren kann ich messen. Und das hilft natürlich auch immer in der Motivation. Aber, das ist jetzt aus meiner Erfahrung heraus, das reicht nie aus. Ja, also eine Zahl ist immer gut, aber ist halt nicht sexy. Ne? Also deswegen versuche ich meinen Klienten auch immer Ziele zu geben, die für die wirklich mega sexy sind. Und das ist natürlich cool und das ist auch Teil meiner Arbeit dann, auch die Leute dafür zu sensibilisieren, mach dir klar, was du siehst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Ja. Bist du dann, wo bist du dann, was tust du dann, wie siehst du dich dann? Also, dass sie sich das auch immer wieder verinnerlichen vor dem inneren Auge und dass sie dieses Bild dann auch immer mit sich tragen. Also, also visualisieren. Wie du mit Sixpack bei dir zu Hause im Badezimmer hängst. Neben du hängst aber wie im Badezimmer. Auf Kopf. Also ich habe sozusagen mitgenommen, das Thema Transparenz, Ziele, Visualisierung, auch Terminierung, also einen klaren Plan haben, wären so die wichtigen Komponenten, die für dich wichtig wären. Ja, und dann könnte dann auch sein, dass mal so ein Blümchen hilft. Also Blümchen, Gamification. Für mich ist es nicht, aber ich meine, die ganzen Fitness-Tracker, die arbeiten halt genauso. Ne? Ja. Heute hast du 10.000 Schritte gemacht und es funktioniert, auf jeden Fall. Ja. Also es ist ganz klar, die Leute finden es geil. Darf ich vielleicht witzig. Noch mal eine Ebene drüber schalten? Also ich finde, so das Wichtigste in Apps ist einfach die einfache Bedienbarkeit und die Übersichtlichkeit. Total. Also ich habe keine Lust auf eine App, die zwar alle Features hat und mir quasi wie so ein Cyborg einmal komplett meinen Körper abbilden kann, aber total umständlich und unbedienbar eigentlich ist für den Otto-Normalverbraucher. Und dann finde ich auch immer total spannend, das habe ich auch in der Forschung, da habe ich viele Studien zu gesehen, zum Thema Nudging, dass einfach so eine Art von Interaktion zustande kommt. Und da kann man dann wieder über die Motivation oder über Anreize quasi immer so kleine Impulse geben. Auch wenn es jetzt nur die Frage ist, du bist jetzt bei 8.000 Schritten, dein Ziel ist ja eigentlich 12.000, wollen wir nicht nochmal eine Runde gehen? Oder irgendwie so einfache Features, um so eine Interaktion zu ermöglichen und den Nutzer quasi immer wieder so ein bisschen anzustupsen. Ja, macht total Sinn. Ist das so in Line mit Ihren Erfahrungen, Professor, was Sie haben auch von Apps und digitalen Produkten gesprochen? Ja, das ist genau das, warum wir es machen. Weil die Sache, dass die Apps im Prinzip einfach sichtbar sein müssen. Also das heißt, ich muss für mich was erkennen können. Mhm. Denn das mit den Zahlen ist ein Problem, ich habe einfach nur Zahlen. Wir machen das ja jetzt immer mehr und versuchen das halt auch mit reinzubringen, weil wir auch glauben für die Zukunft, dass wir sowieso mit wesentlich mehr Sensoren ausgestattet werden können. Das werden die nächsten 5-6 Jahre auf jeden Fall bringen. Und man kann das alles kombinieren. Das Entscheidende, das Schwierige dabei wird genau das sein, dass dann im Prinzip in einem Produkt dann auch wieder, ein App-Produkt zum Beispiel abzubilden, das tatsächlich für den Nutzer im Prinzip sichtbar ist. Also sichtbar für sich kann er damit was rauslesen. Es ist immer dann sehr gut, wenn im Prinzip dann jetzt mit so ein bisschen intrinsisch-extrinsische Motivation. Das ist ja dann im Prinzip so ein, nicht als extrinsischer Motivator, sondern im Prinzip als, für mich eine eigene Kontrolle. So habe ich jetzt im Prinzip was und dann sage ich, ich verbessere mich oder verbessere,
ist, aber das muss im Prinzip in letzter Konsequenz mit dem, was ich für mich intrinsisch erreiche, irgendwo abgleichen. Das ist das Entscheidende. Wenn ich der App sage, okay, ich kenne mir noch 3000 Schritte. Vier waren es dann, ja. 2019, ja. Jetzt gehe ich nochmal raus und ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann fühle ich mich ja nachher besser. Das ist genau das, was dann ist. Und wenn ich diese Erfahrung halt häufiger habe, dieses Abgleichen intrinsisch, extrinsisch, und dann sind solche Hilfsmittel super. Ich meine, das ist genauso, wenn ich jetzt im Prinzip meine Blutwerte sehe, ja, man könnte sagen, das ist so schön, meine Blutfettwerte sind halt jetzt ein bisschen höher, naja, das macht jetzt nicht so viel aus, und das nächste Mal sind sie ein bisschen niedriger. Aber wenn ich weiß, im Prinzip eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich die niedriger habe, fühle ich mich besser. Ja. Das muss man, glaube ich, ein bisschen übersetzen. Also man muss im Prinzip dann immer wieder mal so ein bisschen justieren und auch, glaube ich, auch klar machen, okay, achte mal darauf, wenn du jetzt deine Werte siehst, dann geht es dir ja eigentlich besser. Wir haben vorhin über diese Sucht gesprochen, mit der Glucose, das kann man ja auch verlagern. Also ja. Warum ist Glucose, ist so ein bisschen Sucht, das Hirn macht extrem viel. Das heißt, das, was wir im Hirn sehen an Stoffen, die im Körper vorhanden sind, die machen dann im Prinzip auch so ein bisschen unsere Motivation, unsere Stimmung und alles aus. So, jetzt weiß ich kann das Glucose super ersetzen, mache ich Laktat raus. Also ich mache mal im Prinzip schönes HIT-Training, Action-HIT-Training, gehe auf 3,5 Millimol Laktat, super fürs Gehirn. Stoff fürs Gehirn. Das Gehirn sieht im Prinzip diese Stoffe jetzt und kann die viel besser verwerten als Glucose. Also geht es mir nachher gut. Ich fühle mich besser und dann ist klar, dann werde ich auch diese Informationen immer wieder nutzen. Dann kann ich auch mit meinen Trainern auch so ein bisschen nachjustieren. Also ich halte es schon für wichtig und auch für eine Chance im Prinzip mit mehr Monitoring zu arbeiten. Das ist ja mehr Monitoring. Man kontrolliert sich selber, aber es ist nur dann was, wenn es halt tatsächlich übersetzt wird und die Hilfestellung, die da ist. Ich glaube, das ist so ein Punkt, das wird ja auch jetzt im Prinzip bei den Leitkampfprodukten eigentlich klar. Ich meine, Kunde wird nicht allein gelassen mit dem Produkt, sondern er kriegt eine Empfehlung draus. Und ich glaube, die ist zentral. Das kann man jetzt auf unterschiedlichste Weise machen. Ich glaube, in Zukunft werden wir es halt im Prinzip relativ online haben. Dann werden wir im Prinzip so praktisch unseren Avatar haben, der uns dann sagt, okay, das ist so, vielleicht ein Menschen, das am Smartphone erscheint und sagt, gemacht. Jetzt guck mal, was du jetzt gerade isst, das ist gar nicht so gut, weil man ja dann scannt, was man isst und dann wird das auch mitverarbeitet. Ja, und dann werden die Blutwerte nochmal verglichen und dann kriegt man sowas. Und das ist doch, dann überlegt mal, okay, wie fühle ich mich und bringt es mir was? Fühle ich mich gesünder? Ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. Also ich sage immer, ich meine, im Endeffekt musst du für dich selber im Prinzip einfaches, du musst es empfinden, du musst dich einfach besser, gesünder, vitaler und fitter fühlen und dann hast du was davon. Ansonsten, wenn du 120 Kilo wiegst und fühlt sich super, dann weiß ich jetzt so gar nicht so genau, warum ich das jetzt was dran ändern sollte, oder? Das ist so. Ich meine, kann ich jetzt sagen, du stirbst 5 Jahre früher? Naja, aber für mich ja gut. Ja. Das sind wir beim Thema Selbstwert auch, ne? Also was bin ich mir selbst wert? Ja, sehr schön. Vielleicht noch ein weiteres Thema, was mir so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Mann und Frau? Wir haben, wie gesagt, im Vorfeld zu diesem Panel eine kleine Umfrage gemacht und haben festgestellt, dass Männer glauben, sie sind stärker und haben den Schweinehund besser im Griff als Frauen. Ist das eigentlich so? Bei euch sind zum Beispiel mehr Frauen im Studio. Offensichtlich ist da die Disziplin oder die Willensstärke der Frau größer. Aber was ist so Ihre und eure Erfahrung? Sind Männer stärker oder sind Frauen stärker, was die Überwindung des Schweinehundes angeht? Also der Grund, warum bei uns mehr Frauen sind, ist eigentlich, dass Frauen eher bereit sind, so neue Sachen auszuprobieren. Und die kommen eher dann mit der Freundin und machen ein neues Training. Und die Männer brauchen einfach länger und gehen auch gerne lieber alleine an die Geräte. Also die Männer sind nicht so gerne in der Gruppe, in einem dunklen Raum. Und das ist nicht so das, was die... Also wir arbeiten stark dran, dass wir mehr Männer zu uns holen. Ja. Aber das ist tatsächlich der Grund. Ja, okay, also es ist
so eine Mischung aus Frauen sind neugieriger, genau, und Männer wollen lieber allein an die Geräte und vielleicht auch ein bisschen der Schweinehund, oder? Vielleicht, ja. Felix, wie siehst du das? Geschlechtsspezifisch ganz davon abhängig, ob Single oder nicht Single. Aha, okay. Also, in einer Partnerschaft eben sinkt die Wahrscheinlichkeit, stark motiviert zu sein, sich zu bewegen. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Es macht irgendwie Sinn, ist traurig, aber macht irgendwie Sinn. Ja, macht Sinn. Ist, glaube ich, auch evolutionär bedingt. Aber tatsächlich kann ich das auch bestätigen. Also die Frauen sind auf jeden Fall eher Gruppenmenschen, die sich gerne in Gruppen aufhalten. Die Jungs trainieren gerne oder die Männer trainieren gerne so für sich alleine. Was ich total spannend finde, ist so das Thema Härte. Also bin ich eigentlich mit mir selber. Mhm. Da bin ich auch gerade so dran, da auch so mal thematisch ein bisschen vorzugehen, auch so zur Männerwelt, weil ich eben schon auch war, dass viele Männer auch aus meiner Sicht gar nicht so in diesem männlichen Kontakt mit sich sind oder auch Männlichkeit verwechseln mit Härte. Mhm. Ja, und Härte ist ganz oft eben auch etwas, was wir natürlich vorgelebt bekommen, so ein altes Männlichkeitsbild, Männerbild. Und gerade wenn man sehr viel Härte hat im Leben oder auch sehr hart trainiert, dann gehen damit auch sehr oft natürlich Verletzungen einher. Mhm. Und häufig hat man das natürlich auch nicht nur in der Art und Weise, wie ich Sport mache, sondern in der Art und Weise, wie ich kommuniziere, in der Art und Weise, wie ich arbeite, in der Art und Weise, welchen Beruf ich ausübe, wie ich über meinen Beruf rede, wie ich über mich rede. Also das finde ich auch sehr spannend zu beobachten. Und da sind Frauen einfach sehr viel sanfter und haben dadurch, glaube ich, auch erlauben sie sich mehr Dinge auch auszuprobieren. Dadurch sind sie nicht so eingefahren in vielen Dingen. Wobei wir ja erstmal alle gleich auf die Welt kommen. Ne? Also so diese Grundmotive. Ich wollte gerade fragen, wie ist es aus wissenschaftlicher Sicht? Also dieses Neugiergehen, sag ich jetzt mal, also ein Neugiermotiv oder wirksam zu sein, also aufzustehen, uns zu bewegen. Das ist ja erstmal so eine Grundausstattung, mit der wir kommen. Und dann wird sich nachher wahrscheinlich unterschieden, wirklich, was ist es dann? Also was für eine Sportart, eher in Gruppen oder eher leistungsorientiert, beziehungsweise gibt es eine Konkurrenzsituation oder so, da sind Männer und Frauen ja auch manchmal anders, ist es im Teamsport eventuell anders als in also Einzelsportarten oder so, wie wird es da gehandhabt? Ne? Hier ist ja eigentlich ganz schön beschrieben, die sind erstmal vielleicht offener für neue Sachen und fühlen sich vielleicht in der Gruppe wohler. Insofern, da gibt es dann nachher die Unterschiede, die aber dann eben auch durch die Sozialisierung ja, die Sozialisierung oder auch die Hormone. Also oder auch die Hormone, genau, da sind wir dann bei der Medizin. Das ist der Punkt. Also ich unterstütze mit der Härte im Prinzip an den Männern, ist aus meiner Sicht ist einfach so, die haben wesentlich größere Oszillationen. Also mach was, dann übertreibst du auch mal. Also das ist relativ einfach und dann geht es wieder ganz komplett in den Keller und dann wird wieder nichts und dann gibt es wieder mal. Also das ist nicht so eine Bandbreite, ich sag mal, so eine vernünftige Bandbreite, in der man sich bewegt, sondern es ist schon manchmal eine Bandbreite mit diesen starken Ausschlägen. Liegt das am Testosteron oder warum? Das liegt sicher, da spielen hormonelle Einflüsse eine große Rolle, weil das jetzt mit der Geburt im Prinzip, wir kriegen im Endeffekt ab dem 8., 9. Lebensjahr gehen Mädels und Jungs auseinander. Vorher sind die auch, was die Körperkomposition anbetrifft, was im Prinzip die Leistungsfähigkeiten anbetrifft und so weiter, Muskelwachstum und sowas, sind die praktisch identisch. Und dann kommt die Östrogene auf der anderen Seite und auf der anderen Seite kommen die Testosterone und dann zieht das Ganze raus. Und dann, wir wissen ja im Prinzip, dass gerade diese ganze Hormonwelt letztendlich mit dem, was an Metaboliten entsteht und was an Kreuzreaktionen oder Interaktionen entsteht, halt letztendlich auch die Stimmung verändert. Und bei Testosteron weiß man natürlich, das muss man auch bei den Sportlern, Testosterone halt mal fälschlicherweise nehmen, dass sie ziemlich aggressiv werden. Also es hat schon dann im Endeffekt eine Auswirkung, Aggressivität, Angriffslust und dann halt, das sind dann schon so Motivationsträger, das ist ganz klar. Grundsätzlich ist es natürlich so, eigentlich ist es ja so, zumindest während der gebärfähigen Zeit der Frau ist es letztendlich so, dass die Frau eigentlich super geschützt ist. Die braucht gar nicht so viel zu machen. Das ist nämlich der Clou an der Sache. Also die Frau kann sich eher mal ein bisschen auf die faule Haut legen. Der Mann muss, um gesund zu bleiben, halt wesentlich mehr tun. Das heißt, ja, wenn man das jetzt mal so anschaut und das mal von der gesundheitlichen Sicht aussieht, da gibt es
viele Studien darüber, die zeigen, dass die Frauen dann inaktiver sind und trotzdem gesünder sind bis zur Menopause. Mhm. Danach kehrt sich die Medaille um und dann muss man schon sagen, sollten die Frauen noch möglichst genauso viel machen. Das ist schon wichtig, weil dann haben sie nämlich ihren Vorteil nicht mehr. Aber sie sind gut geschützt. Die Natur hat es super gemacht. Also ist auf der einen Seite die Motivation, auf der anderen Seite ist die Notwendigkeit. Wir versuchen das auch immer ein bisschen darzustellen. Sehr spannend. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, leider. Ich hätte noch 1 Million Fragen, die ich stellen könnte. Ich finde es auch super spannend, Ihnen zuzuhören und habe wahnsinnig viel gelernt. Aber wir wollen ja gleich noch ein Spiel gucken. Ich habe gehört, hier findet gleich ein Halbfinale statt. Und vorher wollen wir noch ein bisschen was essen gehen in der Business Lounge. Ja, insofern, mir hat das mega Spaß gemacht. Ich habe echt wahnsinnig viel gelernt. Ich habe gelernt, dass der Schweinehund nicht nur von der intrinsischen und extrinsischen Motivation abhängt oder die Überwindung dessen, sondern auch von den Hormonen und dem Geschlecht letztendlich. Ich habe absolut mitgenommen, wie wichtig intrinsische Motivation ist, aber auch, dass extrinsische Motivation definitiv nichts vernachlässigen ist oder auch nichts Schlechtes ist. Viele kleine Dinge, ja, wie wichtig es ist, sich sozusagen klare Ziele zu setzen, ein klares Timing zu setzen, einen Plan zu machen, dass digitale Produkte transparent und einfach sein müssen in der Handhabung und so weiter und so fort. Ich glaube, man kann fast ein Buch darüber schreiben, was wir heute hier besprochen haben. Das nächste Projekt. Das wäre das nächste Projekt. Genau, also ja, vielen Dank nochmal dafür. Wir als Lycon, wir nehmen das Thema auf jeden Fall sehr ernst, das Thema Schweinehund und Verhaltenswandel und Motivation. Wir werden weiter daran arbeiten und wir haben uns auch vorgenommen, sozusagen diese Gesprächsrunde in der Form oder in ähnlicher Form weiterzuführen, vielleicht eine kleine Eventserie daraus zu machen oder Meetups oder ähnliches. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen oder Sie sind herzlich eingeladen, da auch beim nächsten Mal teilzunehmen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss, treffen uns dann oben sozusagen im Businessbereich oder gehen jetzt gemeinsam hoch, essen ein bisschen was. Da können gerne noch Fragen gestellt werden. Und ja, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, bei der Presse, dass ihr sie heute hier waren und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend.